Ja, hallo, ich bin Martin, ich angel übrigens. Wir sind die Luders. Man saß dann so auf so einem Balkon, hat so Apfelkorn getrunken, hat man irgendwie richtig räudig, ganz räudig gekotzt. Materia, willkommen zu deinem Songtindern. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf. Ja, du, sehr gerne. Wir haben uns ein paar Songs für dich überlegt. Und die sind immer in irgendeiner Art und Weise mit dir verbunden. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Das ist dein erster Song beim Songtindern. Findest du gut? Ja, finde ich super. Natürlich ist es so der typische New York-Beat. Alicia Keys, Jay-Z. Ich habe einen Remix davon mal gemacht. Es war ein Geburtstagsgeschenk für einen Produzenten von mir, Winnie von den Crowds. Und wir haben die Ludolfs daraus gemacht. Es ging immer so: Wir sind die Ludolfs, wohnen auf dem Schrottplatz der Liebe. Wir sind zufrieden. Wir sind die Ludolfs. Das war damals ganz groß bei uns. Wir haben uns totgelacht. Und, wahrscheinlich waren wir die Einzigen. Pass auf, dein zweiter Song. Ich bin nicht sicher, ob du ihn kennst, aber textlich sollte es dir zumindest was sagen. Fünf kleine Fische, die schwammen im Meer. Da sprach die Mutter, ich warne euch sehr. Ich wär viel lieber in einem kleinen Teich. Denn im Meer gibt es Haie und die fressen euch rein. Das passiert, wenn man bei YouTube einfach Fische eingibt, dann kommt das als erstes bei rum. Ja, ja, ich mag immer so Kinder und wenn Kinder dann so Lieder, ja, das ist immer. Also mein Sohn, der hört komischerweise mehr so Rock-Sachen und die singen irgendwie schon ein bisschen cooler. Aber ja, Fische, das ist so, weil ich halt angel und werde ich halt darauf viel angesprochen. Und ja, aber ich finde Angelmusik nicht so cool. Ich finde, ein Hobby ist ja auch ein Hobby und das soll auch ein bisschen bei dir bleiben. So. Und das darf nicht so, ja, klar. Natürlich ist es irgendwie interessant wahrscheinlich, obwohl das in dieser ganzen jugendlichen Zeit überhaupt nicht interessant war. Ich habe nicht einen, also ich konnte mit 15 oder 16 am Anfang von den Clubs nicht sagen, ja, hallo, ich bin Martin, ich angel übrigens. Also so hat man niemanden irgendwie abschleppen können, doof gesagt. Oder irgendwie, deswegen war das dann auch so eine Zeit lang ziemlich uncool. So. Ja. Und jetzt, wo man ein bisschen älter wird und so, ist das wieder was Geiles. Ich würde dir mal unterstellen, den nächsten Song kennst du auf jeden Fall. Das Geld muss weg. Das ganze Geld muss weg. Ja. Schreib einen Scheck. Verwendungszweck, du bezahl mit meinem Leben, hab nichts Besseres zu tun. Ja, das Geld muss weg. Dein eigener Song. Das ist mein eigener Song. Yes, der neue. Genau. Die Leute rasten der aus. Der neue. Nee, ja, unsere zweite Single. Ja. Mit einem Video, was wir dazu gedreht haben, mit einer sehr, sehr doppeldeutigen, typischen Materia-Message. Also, auf der anderen Seite finde ich, es ist ein geiles Wochenendsmotto. Also einfach so, das Geld muss weg. Es ist total wertfrei, wie viel Geld, ob es jetzt 20 Euro sind oder ob es 2000 Euro sind, ist total egal. Das finde ich irgendwie so, ja, es muss weg. Na klar, es muss weg. Es muss ja irgendwie alles so, muss ausgegeben werden. Und auf der anderen Seite, das Geld muss weg als Message. So, wie ist es denn ohne Geld? Was ich mir gerne wissen würde, wie war das bei dir früher, wenn du feiern gegangen bist? Warst du dann auch eher so im Club alles raushauen oder eher lieber vorher vorglühen und dann nur 1,50 Bier oder billig Sambuca trinken? Wie hast du das früher gemacht, wenn du weggegangen bist? Ja, wir hatten natürlich in Rostock nicht die geile, coole Clubkultur mit so kleinen Läden, wenn man jünger war, sondern wir hatten Großraumdiscos. Ja, geil. Da gab es natürlich für 10 Mark irgendwie so Tablett mit 20 Cuba Libre oder so. Ustinov, Wodka. Genau. Ja. Und dann irgendwann diese Abstempelkarten. Und was mich immer mega genervt hat, dass immer eine Flasche Wodka war eine ganze Karte weg. Und das war immer mega, es war mies auf jeden Fall. Und nee, so wie es war. Also diese Vorglühzeit, das war, glaube ich, so am Anfang, wo man so in dieses Party-Ding oder in dieses, ey, lass mal feiern gehen, weil es geht ja im Endeffekt auch um irgendwie Mädels eigentlich, im Großen und Ganzen. Da hat man das gemacht, hat man sich so eine billige Zigarre gekauft. Irgendwie, man saß dann so auf so einem Balkon, hat so Apfelkorn getrunken, hat man irgendwie richtig räudig, ganz räudig gekotzt, aber irgendwie hat man es trotzdem immer wieder gemacht und so, das war aber alles so, ja. Erdbeerlimes war auch schön, oder? Ja, kennst so du's noch? Sangria oder so. Und, aber sonst natürlich auch im Club, aber mittlerweile ist es ja over. Okay, dein nächster Song. Ja, Missy finde ich super. Also ist eine unfassbare musikalische Inspiration immer schon gewesen. Video, Look, Songs, Beats, Themen, auch das neue Ding und so, das ist schon echt geil. Und hat mir auch viel,
viel geholfen. Ich habe viele Sachen früher von ihr konsumiert. Mein Bruder und ich waren Mega-Fans. Sie hat zum Beispiel einen wichtigen Tipp, den ich von ihr habe, woran ich mich immer noch halte, ist, ich habe irgendwann vor Ewigkeiten mal gelesen, dass sie praktisch in einer Albumproduktion keine andere Musik hört. Und das mache ich auch so. Also weil sie das gesagt hat. Mhm. Ich bin dann in so einem Tunnel und bin dann in diesen 6, 7, 8 Monaten voll so, natürlich hört man mal andere Musik, aber irgendwie im Radio oder so, aber voll in so einem Tunnel, was deinen eigenen Sound angeht, weil dann ist es dein Ding, dein uniques Ding. Und wenn das dann vorbei ist, so eine Phase, dann höre ich wie ein Wahnsinniger alles so und höre mir das wieder an. Deswegen bin ich wahrscheinlich immer ein bisschen später dann mit den neuen Sachen. Aber das ist so, hat sie mal gesagt. Und ich glaube, deswegen ist ihr Sound auch so einzigartig. Und deswegen, dann gibt es dann keine, wie klingt jetzt das? Und die neue Welle klingt jetzt eher so. Und die benutzen so eine Sachen. Und ich finde das total wichtig, dass man da, dass man seinen Sound findet. Und hat mir Missy sehr geholfen mit diesem Tipp. Okay, dein nächster Song. Wir traurig sind, beginnt die Regenzeit. So, die Toten Hosen. Ja, die Toten Hosen. Ich bin total geflasht, muss ich ehrlich sagen. Ich lege jedem ans Herz, sich wirklich diese Platte anzuhören, die neue. Das ist so, nicht weil ich jetzt mit Campi da die Lieder geschrieben habe. Darum geht es so gar nicht. Das ist so, ich habe so einen Respekt davor, wenn Menschen oder wenn Leute so lange am Start sind, irgendwie über 30 Jahre Mucke machen und einfach keiner dem was kann. Das, was wir haben, so Bands, die Leute wie mich so das ihr Leben lang begleiten, seitdem sie so 10 sind, da gibt es halt nicht mehr viele. So ein Typ wie Udo Lindenberg, so, der war aber auch irgendwie ganz lange weg. Sind die Hosen oder die Ärzte. Die Prinzen fand ich immer am geilsten, auch noch früher. Aber die machen irgendwie nicht mehr so viel. Aber die hatten auch Mega-Songs. Und ich finde, das ist so ziemlich wichtig, dass man das irgendwie, dass man guckt, okay, wie fresh sind die noch und was machen die da? Und dann guckt man sich so eine Live-Show an und da ist halt alles vorbei. Da wird so hardcore abgerissen und für mich ist das wunderschön, mit so einem Menschen wie Campi so viel Zeit zu verbringen, Lieder zu schreiben, zusammen abzufeiern und es macht total viel Spaß. Ey, Materia, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, gell? Auf jeden Fall.